The third plague, gnats and lice. Und wir sind bei Kapitel Stechmücken und ähnlichen Gewichswirr. So, was haben wir hier? Ein Feugel? Fliegenklatscher, die nehmen wir natürlich mit. Was ist das für eine Markierung an diesem Stein? So, hier haben wir eine kleine Auster dran. Die können wir scheinbar noch nicht nehmen. Schauen wir nochmal schnell links und rechts. Nischt. David treibt sich heute wahrscheinlich woanders rum. Okay, dann gehen wir mal rein. Ah, das X markiert den Schatz. Okay. Was haben wir hier? Eine große Venusfliegenfalle. Können wir auch nichts machen. Gehen wir mal weiter. Was ist das? Nichts können wir hier machen. Was ist denn das für ein Käse? Okay. Hey! Na, oh, schön entspannt. Können wir den? Das ist schon mal gut. Was ist das? Okay, hier müssen wir anscheinend irgendwas reinmachen. Und ja, hier müssen wir... Was töpfern? Na, ihr Lieben? Geht's euch gut? Na, wir haben ein bisschen Probleme mit Läuse. Lice are not welcome here. Ja, wo sind sie das schon? Das ist ekelhaft. Okay, was? Lice are not welcome here. Okay, ja, was willst du denn jetzt machen? Wollen sie Haare abschneiden oder was? Aber wie? Ich denke, du wirst jetzt hier kein Entlausungsmittel haben. So, dann haben wir hier eine Axt, die nehmen wir mit. Oh, Schnecki. Oh, cool, wir können Schnecki mitnehmen. Kann ich diesen Klotz zerschlagen mit dieser Axt? Es sieht nicht so aus. Na, Oma? Ah, they're everywhere. Ja. Rup. Okay, hey, probier doch mal den Klatsche. Cool. Okay. Und wir können die Stechmücken nehmen. Schön, können wir die... Den Klatschen nehmen? Nein, können wir nicht. So, hier haben wir eine Schere. Wunderbar, die stecken wir ein. Was ist das? Was ist das? War das beim letzten Mal auch schon da? Ah, okay. Gut, okay, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen zurück und geben die Schere oder beziehungsweise unserer Schwester die Schere, damit sie... Okay. Okay. Na dann, mach mal. Raspel mal kurz. Seid nur auf Null, mein Mäuschen. Oh! Aber noch nicht so auf Null. Oh! Oh! Alter! Okay. Ja, okay. Wir haben das Ohr unseres Onkels. Ja, wie gesagt, es ist. Dieses Spiel ist nicht umsonst auf diesem Kanal. Es ist schon ganz schön. Krass, eigentlich. Was ist das? Was? Okay. Besser jetzt? Aber dich scheint es auch nicht so zu jucken, ne? Irgendwie das Ohr fährt. Aber andere Geschichte. Okay, gut. Gehen wir mal zurück. Was sollen wir hiermit? Sollen wir, können wir den nicht abhauen? Nee, können wir nicht. Was? Oh, Biene! Was? Okay. Ja, gut. Vielleicht brauchen wir das nachher noch irgendwie. Was können wir das jetzt hier? Ah, hey, ein Pantoffel. Ah, es ist Leben. Ah. Kann man den hier noch? Okay, alles klar. Da würde ich doch mal kurz sagen. Schwibbeli-schwipp. Und wir probieren mal ganz kurz aus, ob wir jetzt hier... eine Vase oder irgendwas machen können. Ja, okay, cool, alles klar. Dazu gibt es natürlich noch einen Song, der jetzt laufen kann. Oh, my darling. So, okay. Dann probieren wir mal erstmal die da unten. Yay! Okay, die haben wir. So. Und ja,
Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Tada! Schön, okay, wir haben zwei Vasen für I don't know. Macht's, haut rein. Macht's gut. So, okay, warte mal. Ah, komm hier noch ins. Ist hier noch irgendwas? Nee. Nope. Okay, so, wir können hier. Können wir die fliegen hier? Okay. Fand's ja gut. Können wir noch was? Schnecke? Ja, geht hoch. Ja, oh, wie eklig. Oh, okay, jetzt reicht's aber. Fällt sie. Oh, oh, apropos Fällen. Moment mal. Yes. Und die Holzfällerbäume sind da. So, wo geht's denn jetzt bitte hier hin? Ein paar Birken, ein Lausbirkenwäldchen. Hey, David. Ach, ein bisschen Birkenwasser. Na klar. Cool. Alles klar. Was? Birkensaft. Hm. Soll ja sehr süß schmecken. Und gut für die Haare sein. Was haben wir hier? Beeren. Okay. Pflanze können wir nicht nehmen. Können wir sie ausbuddeln? Nope. Können wir nicht. Okay. My blood sugar level is very low today. My blood sugar level is very low today. Ja. Hier ist mal ein paar Beeren. Okay, das hat sogar funktioniert. Warte mal, Birkensaft können wir ihnen geben? Ja, können wir. Und es werden immer mehr fliegen. Ist das ekelhaft. So. Toast kannst du dir so reinpfeifen, mein Freund. So, okay. Was können wir denn noch machen? Oh, hier hinten können wir Vasen entstellen. Ja, können wir. Schön. Und hier haben wir nochmal unsere Mutter. Caroline. Miss Islander. Guck mal. Ja, das war quasi das, was bei Gérard auf dem Kopf war. Ne? Irgendwie die beiden Punkte, die Linie und dann war ein X. Und jetzt haben wir hier ein X. Und da buddeln wir. What is it? What is it? What? Was? Ah, ja, okay. Was sollen wir tun? Was? Ah, sollen wir jetzt hier Augen finden oder was? Sollen wir Augen finden? Ah, Auge. Yay! Okay. Also, denke mal, dass man die Dinge, quasi diese Lochscheiben, dahin bringen muss, wo die Augen sind. Die Frage ist nur, wo sind die anderen Augen? Ah, da. Das war einfach. So, okay. Yeah. Cool. Und was haben wir? Was ist das? Eine Zwiebel? Eine Blumenzwiebel. Ah, die können wir vielleicht im Haus einpflanzen. Das probieren wir mal. Das probieren wir mal. Hier. So. Plump. Oh, okay. Das ging schnell. Was haben wir? Wir haben jetzt Blumen. Sollen wir vielleicht die Blumen in die Vase stellen? Ah, okay. Ja, sollen wir. Okay, gut. Ja, dann müssen wir auch noch woanders noch zwei andere Blumen finden. Und was ist mit ihm? Willst du noch irgendwas? Ah, warte mal. Auf den Toast will er vielleicht Honig haben, weil hier vorne hängt ja ein Bienenstock. Und da fliegt eine Biene mal raus. Okay. Das ist immer die gleiche. Also immer unten eine. Mehr.
werden immer mehr, verstehe. Und es war wirklich ein Scheißrätsel, wirklich. Ich habe sehr oft jetzt hier rumprobiert. Wir haben es euch einfach erspart. Aber das ist ein mieses Rätsel, das ist mies. Also hier ist halt viel mit Try and Error bei den Puzzlen. Aber das ist halt einfach, ich denke mal, für den Zuschauer einfach ein bisschen langweilig, deswegen haben wir es einfach rausgenommen. So, okay, dann bekommst du jetzt hier mal ein bisschen Honig. Dick aufs Brot, mein Freund. Dann hau rein. Scheinbar hauen die Fliegen erstmal rein. Ist ja ekelhaft. Ihn stört es ja nicht. Ja. Okay. Cool. Ach, hi Gregor. Schön. Kafka lässt grüßen. Okay, unser Bruder ist anscheinend jetzt ein... eine Raupe. Wunderschöne Schmetterling. Ist Gustl. Okay. Und wir haben noch eine Blumenzwiebel. Cool. Gut, wir haben noch eine Blumenzwiebel, die haben... Okay, die können wir da reinpacken, aber wir brauchen noch irgendetwas für die Venusfliegenfalle. But what? So, warte mal. Den hier rein. Flump, zu. Oh, eine Rose. Was können wir... Ah, warte mal, wir gehen nochmal zum Strand. Da war doch noch die eine Muschel, die kleine Auster. Maybe wir können vielleicht machen mit die Axt. Oh, da. Und wir haben die Moschee geknackt. Wunderbar. Na, dann denke ich mal, würde ich das mal in die Venusfliegenfalle packen. In der Hoffnung, dass das schmeckt. Sehr schön. Hey, cool. Und anscheinend kriegen wir hier die dritte Blume. Na dann. Gehen wir doch mal hier zu Frau Mama und... Okay, fliegen, fliegen, fliegen. Und sie machen genau was? Okay, sie fliegen zu den Augen. Das ist überhaupt nicht mal verstörender Shit. Szene irgendwie. Aber wir haben ja schon am Anfang des Spiels mal mitbekommen, also hier gehen schon sehr seltsame Rituale ab, irgendwie, die die Familie hier durchgezogen hat. Ich meine, hey, hallo. Hey, Dave. Also irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Die Frage ist eigentlich, woran ist unsere Mutter gestorben? Irgendwie. Wurde die vielleicht geopfert? Huh. Habt ihr vielleicht eine Theorie? Wenn nicht, würde sie mich mal wirklich sehr interessieren. Und bitte schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Vor allen Dingen dieser Untersetzer hier. Ich bin der Meinung, der war davon nicht da. Was soll der da? Nope. Können wir den da wegspateln? Nein, können wir nicht. Wegaxten? Nope. Geht auch nicht. Okay, na gut. Dann du jetzt hier rein. Und abtauchen. Sehr schön. Und damit haben wir Stechmücken und Läuse quasi beseitigt, die Plage. Wie schön. Was wird das nächste sein? Fliegen? Okay. Na dann.